moderne Zukunft und auch die deutschen Markt. Die Anlage ist auf einer 80 Quadratmeter großen Fläche im Maßstab 1 zu 100 aufgebaut. Die Landschaft und die darauf verlegten Bahnanlagen sind frei gestartet. Verschiedene Bauwerke haben jedoch ein reales Vorbild. So sehen Sie das Modell des Aschaffenburger Hauptbahnhofs und links daneben befindet sich die Würzburger Hauptpost. Der Wasserturm des Bahnbetriebswerkes steht in Nürnberger Rundschulbahnhof. Die Anlage entstand in den Jahren 1960 bis 1970, was sich an vielen Details zeigt, etwa an den Typen der Modellautos und der vorherrschenden Architektur der Gebäude. Im Gegensatz dazu repräsentieren die Bahnanlagen den aktuellen Stand der Technik. Die Fahrzeuge, die von der Firma Fleischmann zur Verfügung gestellt werden, haben Vorbilder von den 20er Jahren bis in die Gegenwart. So sehen Sie neben historischen Dampfloks auch moderne ICE-Züge und andere aktuelle Fahrzeuge der Deutschen Bahn AG. Die Steuerung des gesamten Zug- und Rangierbetriebes erfolgt über die in den Glasvitrinen links hinten.